Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Review-Video von einem Produkt, was ich komplett aufgebraucht habe. Und ich denke, dadurch kann ich auf jeden Fall ein Langzeitfazit abgeben. Hierbei handelt es sich um die Augengelmaske von Planet Spa. Das ist aus der Reihe Luxuriously Refining, schwer auszusprechen. Aber es ist eine wirklich ganz, ganz tolle Augengelmaske. Welche Aufgaben erfüllt sie? Sie glättet Fältchen, reduziert Schwellungen und beruhigt die zarte Haut um die Augen mit Extrakt aus schwarzem Kaviar. Mildert Schwellungen, hilft dunklen Augenschatten zu reduzieren und spendet Feuchtigkeit und verbessert die Elastizität der Haut. Es ist eine Augengelmaske. Das heißt also, man kann es nicht vergleichen mit einer ganz normalen Tagesaugenpflege, sondern ich habe mir dieses Augengel immer abends unter die Augen eingetupft und auch hier auf den Augenlidern und ganz hoch bis zum Augenbrauenbogen. Habe das Ganze, wie gesagt, nachts quasi einziehen lassen. Und es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat eine Augenmaske drauf. Ja, dieses starke Maskengefühl, wie das bei normalen Masken so üblich ist. Ja, man spürt, dass da eine etwas dickere Schicht ist vielleicht. Das ist einfach vergleichbar vom Gefühl her mit einer normalen Augenpflege. Allerdings nicht Creme, sondern Gel. Es ist tatsächlich ein kühlendes Gel und ich finde, es zieht auch relativ schnell ein. Trotzdem gibt dieses Gel eine sehr, sehr gute Pflege. Die Tube kommt mit einem abgeflachten, mit einer abgeflachten Öffnung und hier kommt das Gel raus aus dieser Öffnung und dann kann man es sich ganz einfach hier auf das Auge auftragen, unter den Augen, und dann geht man mit dem Ringfinger hin und tupft das Ganze ein und das Ganze verteilt sich dann wunderbar, ohne das Auge dabei zu reizen. Reizen ist das Stichwort. Diese Augengelpflegemaske habe ich sehr, sehr gut vertragen. Ich hatte keine tränenden Augen, es hat nichts gebrannt, sondern es hat einfach nur gekühlt und ich habe es über Nacht einwirken lassen. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben. Ansonsten sehen wir uns gerne im, oder ich hoffe, im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.